So, weiter geht's mit einem Küken hier. 18 Jahre jung, geht noch zur Schule, kommt aus Stuttgart, heißt Hannes Eisler und darf jetzt rein in den Parcours. Hannes, bitte. Guck mal, guck mal. Ja, der kann was. Ja. Lässig. Und jetzt konzentrieren, richtige Position finden und dann drücken, halten. So, komm, 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 Junge, komm. Ja. Ja, ja. Der kann was. Jupp. Sehr gut. Der kann was. So, und auch da ist die Erleichterung da. Ja. So, dann ist das bei vielen Kletterern Respekt vor Balancehindernissen. Gar kein Problem, die Chaosbälle. Und jetzt kann die Reise ganz weit gehen. Und das wäre ein Ding, ne? Der Zwölfklässler, erstmals bei Ninja Warrior Germany. Und gleich 8 Hindernisse, die im zweiten Jahr in Folge unseren Vorrundenparcours abbilden, bezwingen. Das wäre mal eine Hausnummer. Aber wir haben das in den Vorjahren immer wieder erlebt. Da kommen welche aus dem Nichts und begeistern uns. Er könnte der Nächste sein. Das sieht sehr kontrolliert, sehr gut, fast spielerisch leicht aus. Vielleicht Hannes Eisler. Vielleicht geht seine Abifahrt ja zum Mount Midoriyama. Ja. Ja, gut, das ist weit, aber das ist super aber gut. Aber da bist du schon der ganz coole Typ auf der ja, Schule, ja, oder? Ja, wenn ja, ja. Jetzt da bist du King of Currywurst. Da bist komm du jetzt. Wirklich mal jawohl, King of Currywurst. Super, Junge! Was ein Flug. Der buzzert. Hab ich's dir gesagt, der kann was? Ja, du bist ein Fuchs. Geht noch mal die Steps und die Schritte durch, legt sich seinen Routenplan zurecht. Ja, und jetzt nicht zu viel schwingen. Gut, gut abgebremst. Hat er auch schon mal trainiert. Hat der safe schon mal trainiert. Ist der gut, ist der gut. Und das ist so einer. Und ich liebe das, wenn in dieser Show diese Typen um die Ecke kommen, die wir noch nie hier hatten. Wo wir denken, ja, was ist das denn für einer? Wo kommt der her? Das ist egal, wo der herkommt. Entscheidend ist, wo er hingeht. Und das könnte zum Buzzer Hannes sein. Wahnsinn. Junge, weiter. So, jetzt greift er nach. Hoffentlich hat er jetzt die Kraft ja, noch, und jetzt um muss er das den zu nach halten. Oben schaffen. Hoffentlich hat er jetzt noch die Kraft. Komm, Junge. Komm, Hannes. Ja! Super, Junge. Super. Ach, und ich hab Gänsehaut. Der Zwölfklässler. Das ist sein Signature-Name. Der Zwölfklässler bei Ninja Warrior Germany. Er wird finishen. Also, wenn er irgendwie mit der Wand klarkommt. Er setzt sich gar nicht mit der Megawall auseinander. Richtig so. Es wird nicht der Power Tower, aber es wird das Halbfinale. Überragend, überragend der Youngster. Das ist absolute Spitzenklasse. Er springt auf Platz 5 am heutigen Abend. Das war schon ordentlich, richtig stark. Ob andere genauso stark sind, das könnt ihr jetzt sehen. Einmal hier die ganze Folge und hier weitere wunderbare Ninja-Videos.